Oh, das ist wirklich, ich entschuldige mich. Es tut mir ja leid. Nee, eigentlich nicht. Du dich doch wohl, dass mein Konto gesperrt ist, Arschloch. Hä? Ich hab doch gar nichts gesagt. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab Nina als Zeugin. Jehovas? Ja. Nina, wollen wir mal über Gott reden? Jesus sei mit dir. Oh, ich wollte mir mal das Leben des Brian angucken. Auf Netflix, da haben die das nur im Original in Englisch. Das ist zwar von der von den Stimmen her super, das kommt das Deutsche nicht ganz ran, aber nur ganz bisschen nicht ganz. Aber trotzdem, ich will es in Deutsch haben. Ich finde deutsche Synchros besser als englische. Wenn man es versteht? Nein, weil ich finde, die englischen Stimmen, die passen einfach nicht. Ja, aber nicht bei Monty Python. Wenn ich mir Sachen auf Englisch angucke, an Serie, und ich denke mir so, boah, was sind das für Stimmen? Bei Monty Python ist das so, dass die deutsche Synchro sich wirklich dran versucht, das so naturgemäß wie möglich nachzusprechen, ne? Dass sich das dann wie von den Mitgliedern von Monty Python eben anhört, ne? Und das ist so schön, wie sie denn alles verarschen, veralbern. Die ganze Glauberei. Nina? Gott gebe, wäre ich schon tot. Brauchen wir Bruchstein? Ich nerv ich? Ich glaube, ich kriege heute nach Haue. Oh Mann. Brauchst du deine Zunge noch? Ja, da kann ich dich abschleckern. Deine Pfirsiche. Was? Jetzt reicht's aber. Ah, ich hätte mal gern wieder richtige Pfirsiche, nicht dieses Hartgemüse, was es da im Supermarkt gibt und was man dann nachher das, was vor sich hinschrumpelt und nicht weich und saftig wird. Auch Dosenpfirsiche sind lecker. Ja, das stimmt. So ich kleines Leckermaul. Pfirsiche nicht. Schämst du dich gar nicht, sowas jetzt zu erzählen? Hm. Siehst du aus? Ja. Das sieht aber schon gut aus, ne? In die Decke machen wir dann nachher noch, da fügen wir dann später noch Glowstone-Beleuchtung ein. Ich will nicht ein, in die Decke machen. Du, da fügen wir noch Glowstone-Beleuchtung ein, ne? Hat Redstone-Lampen. Helligkeitsgesteuert, das bringt dir aber nicht viel. Und alle paar Sekunden gehen die Lichter aus. Au, da bist du mir aber jetzt reingelaufen. Da kann ich jetzt wirklich nichts dafür. Ich mach den Staubsauger. Alte Petze. Heute, wo ich nach Hause kam, wollte die Katze von meiner Nachbarin wieder. Die hörte mich und dann hörst du ja immer nur plomp. Dann springt sie ja runter bei sich aufs Vordach und dann will sie durchs Fenster rein. Das war aber nicht weit genug auf. Hast du nur ihre Schnauze gesehen? Wie sie versucht geguckt hat, ob das Fenster weit genug auf ist. Oh, die ist so niedlich. Und war das gestern? Ja, da hat sie Treppenhaus gemacht und war die Katze auch draußen. Und die hatte mich aber schon gehört und sie wunderte sich, komm rein und sie sagt, oh, dann brauche ich mich ja nicht wundern, dass die Katze weg ist. Die hat mich dann oben schon wieder begrüßt. Ich habe sie aber dann nicht mit reingenommen. Ja, ist ja ihre Katze, ne? Nicht meine. Das wird groß, Sebi. Ich würde auch sagen, wir bauen dann nachher, guck mal, wenn wir denn hier so ab diesem Balken, wo ich jetzt stehe, ne? Wenn wir denn hier so den Bereich machen mit einem kleinen Flur und die für die Gäste hier die Zimmer, was meinst du? Hm? Hier so längs, so, bis nach hinten durch. Ich weiß nicht, wie viele Zimmer wir auf jeder Seite machen. 5 oder so? 10.000. Und dann hier noch eine andere Wand und dann kann man dann eben an der Seite reingehen in den Saal, wo man dann essen kann. Das zeigst du mir dann schon. Ja, oder wir bauen Hogwarts nach, den Essensaal. Nein. Ich habe das nicht gesagt. Ich habe das nicht mal gedacht. Also ein Freund von mir würde sich der freuen. Ich weiß, wer sich nicht freut. Ich sag nur Tunnel. Mit Bahn. Quer über die halbe Map.
Da war da mal ein ganz genervter Sebi, der den ganzen Tag nichts anderes gemacht hat, als den Tunnel bauen. Der hatte nachher schon Tunnelblick. Der war auch echt klein. Ja. Oder da warst du ja noch Manfred, der ist da gestorben im Tunnel, ne? Der ist da verstorben. Ja. Obwohl ich Manfred auch gut fand. Mag ich immer noch den Namen. Na, dann darf ich ihn ja nicht mögen. Na, ich fand das auch so passend mit Manfred MC. Aber jetzt ist vorbei, jetzt ist Sebi fertig. Das geht jetzt nicht mehr. Ne? Gut, nächste Woche ist Manfred wieder da. Ciao. Nein. So, erstmal www.mojang.de. Hey, psst, psst, du, ich kann wieder nichts abbauen. Psst, psst, ja. Zwei Jahre machen. Ja. Komm, wir gehen einfach. Oh, sind die ganzen Steine hier raus? Gut, dann tue ich sie hier wieder rein. Ich tue erstmal alles rein, was ich nicht haben will, ne? Eisenerz nehme ich mit. So, gut. Hä? Ah. Hä? Wer war das jetzt? Ach, Kartoffelriegel. Nina, tschüss. Ui. Komm mal mit, Nina. Ich weiß auch, wo wir Feierabend machen. Ich auch. Auf dem Dach. Nee. Wir haben was gebaut, was? Herr Sebi. Hier ist nicht schön. Kann ich nicht mehr fliegen? Ich hab doch mein Jetpack an. Ja, siehst du gleich warum. Du bist die ganze Zeit hin und her gerannt. Hui. Nö, nee, bin ich nicht. Oh, warte dann. Da, 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 da. Ich hab ja noch was vergessen. Ach so, du meinst dein Feuerlager dann. Genau. Ich wollte das Eis. War hässlich. Ach, schon. Ah, oh, so viele Falltüren. Das ist wunderschön. Und ihr kriegt mich hier nie runter. Aua. Aua. Hast recht, wir kriegen dich da nicht runter. Ich dachte, ihr macht das so. Das nimmt einen Pfeil. Arschloch. Da muss ich ja aufstehen. Wie auf Arbeit. Du stinkst nach Lachs. Nina geht den Rauch auf. Mhm. Du auch. Ich hab den. Wo hab ich den Pfeil stecken? Hä? Sag mal. Der ist jetzt weg, aber. Arschloch! Das kann doch wohl nicht wahr sein. Diese Jugend! Was? Oh, wieder da auch hängen. Ja? Guck dir die Kamera! Das ist nicht die Kamera. Die Kamera ist da, wo ich hinguck. Was? Da oben? Was wird das jetzt? Nina, guck mal, was der wieder macht. Guck mal zu uns beiden, bitte, Nina. Ich gucke in den Stream. Na, du sollst mal... Nina! Ich kann dir den Schritt gucken. Davon mach ich jetzt ein Foto. Das sehe ich ja jetzt erst. Das ist ein Blödmann. Das ist so ein Blödmann. So, also blöd, so doof. Au. Was war das wieder? Was denn? Nina, magst du dich noch neben uns setzen? Neben mich mehr? Ich streiche ihn die Glatze. Hat er denn wieder dazwischen? Ja. Pfui, du Sau. Hör auf! Ich hab immer den Rauch davor. Ich muss so seitlich gucken. Arschloch. Achso, jetzt habe ich auch noch falsch gedrückt. Stimmt hier. So. Das wird nie verwendet.
Das wird das verwendet, wo du mich schlägst. Oder wo du dein Pfeil zeigst. Ja komm, hau mich doch. Traust dich nicht, traust dich nicht. Traust dich nicht, traust dich nicht. Traust dich nicht. Ich war das nicht. Ich lieg hier nicht im Bett mit einem Schwert in der Hand, nein. Sein Sebi wurde nicht von Ultman LP erschlagen, nein. Aua, kann man hier nicht mal in Ruhe schlafen? Wo ist dein... Nina, wo hast du den hingesteckt? Komm mal, geht nicht damit. Wo ist deine Truhe, Sebi? Hast du die gekriegt? Pfui! Warte, Nina. Du Ferkel! Okay, ich habe eigentlich nur auf den Fuß gezielt. Auf welchen? Nina, da habe ich keinen Fuß. Wenn du da Füße hast, kann ich nichts dafür, aber ich habe da keine Füße. So, ich esse jetzt einen Fisch. Immer dieses Rumgealbere hier zum Schluss. Dieser Fuß. Wo ist denn die Nina? Hat die sich versteckt? Nein. Oh, pass auf, Nina. Hallo. Wo hast du denn jetzt schon wieder hingeschossen? Oh! Ich kann nicht mehr. Nina, wie man da schon wieder steht. Nina, war was? Ist Nina auch tot? Die steht da oben noch. Die steht da oben noch, die Nina? Nina, stehst du da oben noch? Wo sie die Pfeile mehr hinschießt. Die ist aber nicht hier oben. Die ist runtergesprungen. Warum tut sie das? Weiß ich nicht. Hast du Angst, Nina? Warte mal, Ultman. Was denn? Guck mal da. Wie er auch mit dem Armbrust läuft, das sieht so cool aus. Nina? Wo bist du? Nina! Jetzt kommt die Stimme. Hä? Wo ist sie hin? Nina! Oh! Es reicht. Hä? Es ist ein Boot! Nein, es ist tot! Es ist awesome! Hä, hey, Creepy sitzt im Boot! Creepy? Creepy! Es. Oh, und dann Beleuchtung! Das. Oh, Mann, so weit weg! Nina, komm her! Komm schnell zum Wasser! Ist das geil! Nina, komm los zum Strand! Schnell! Nina, wo bist du? Oh! Versteckt. Nee, komm ruhig her! Ich tu dir nichts, du musst das sehen. Sie traut sich nicht, ne? Nina? Da ist sie. Guck mal, Nina. Guck mal. Fahr mal. Das ist lustig mit den Creepern. Ich wusste gar nicht, dass sie so leuchten. Wie? Bevor sie explodieren. Das ist ja geil. Ja, die anguckt. Ja, creepy. Oh, ich habe Möwen. Oh, ein Delfin. Wo? Ja. Nee, warte. Der ist hier weggeschwommen. Wo? Wo? Oh, ist das hübsch. Oh, das sieht wirklich geil aus.
Mine hat auch ein Creepy. Na komm rein. Unsere Bootstour ist creepy. Wie der dich anguckt. Muss sie dir erst aufs Land locken und dann reinstupsen. Der ist auf dem Land. Ich stupse ihn rein. Rein mit dir. Ins Boot. Ja! Ja. Das sieht ja geil aus. Oh, und das sieht so schön aus vom Himmel her. Was sagen eigentlich unsere... Guck mal unsere Pins an. Nina hat 7 und wir haben beide 17. Oh, Nina, du bist ja hübsch. Ich mach mal ein Foto machen. Guck mal doch zu. Du guck creepy hin. Nina, oh, guck mal, was ich in der Hand hab. Guck mal, Nina. Oh, sie hat die Hacke. Die Hacke des Todes. Huch! Das wollte ich gar nicht. Ich wollte nur Karotte essen. Ey, Hilfe! Ich bin keine Karotte! Warte, ich bring dich zurück. Hier, setz über. Oh, Gott sei Dank. Hilfe, Hilfe, ich hängte. So, jetzt will ich den Delfin sehen. Oh, das sieht so schön aus. Das ist wirklich schön. Wo ist denn der hingeschwommen so schnell? Keine Ahnung. Ich geh mal unter das Wasser. Krippi. Delfin. Krippi, komm, wir essen Lachs. Ach, ich kann ja gar nicht essen. Komm, wir schwimmen Nina über den Helm. Da ist ein Nina-Fisch. Ich sehe ihn. Oh, hat jemand mal eine Angel? Oh, Dynamit geht auf. Hat jemand TNT? Da kann man auch mit angeln. Wieso Angel? Ich hab den Nina-Fisch gebissen. Haha, das hast du nun davon. Oh, die Möwen sind schön. Die Möwen? Du meinst das Geräusch? Hm? Das Quack. Das ist Quack. Fast wie bei dir zu Hause, denn, ne? Hm. Oh, guck mal hier. Ein dicker Fisch. Hier sind ganz viele, guck mal. Hübsch. Oh, das sind Piranhas. Echt? Ja. Springen die hoch? Ja. Wollen die dich fressen? Nee, das verstehe ich, Mike, noch nicht. Die beißen eigentlich auch, wo du spielst ab 6. Na, hier gibt's auch Creeper und Endermänner, also komm. Ich hab einen Kugelfisch gefangen. Hui! Nein. Hallo. Jetzt müsst ihr... Der rudert richtig, der sitzt... Ich fass das nicht. Guck mal, wo der den Ruder hat. Das ist bei dir auch so? Das ist bei dir auch so. Ja, guck mal, wie cool. Aber kann man den Namen geben, dann bleiben die. Warte, das müssen wir noch testen. Na klar, ich habe jetzt mal ein Foto gemacht. Das ist ja ein cooles Bild. Vor allen Dingen, wie die dich angucken. Apropos Namensschilder, wir brauchen noch wieder welche. Ja, aber Nina, das Bild sieht cool aus, ne? Wie die beiden hier sitzen. Mhm. Wie wollen wir sie denn nennen? Ernie und Bert. Wie schreibt man Ernie? Ernie wie E-R-N-Y. E-R-N-Y. Ja. Und Bert halt wie Bert. Mit B. B. Ohne T. Doch, am Ende mit einem T. B-I-R-T. Bert. B-I-R-N-D-T. Nee, ohne, nicht Bernd. Bert. Bert. Also B-I-R-T. Genau. Die beiden von der Sesamstraße, Ernie und Bert. Das geht? Ja, mach. Jetzt bleiben die für immer. Ja, aber bei mir sieht man keinen Namen. Ach doch, Ernie! Bert! Geil! Ich hätte jetzt an die alten Männer gedacht, die immer so schöne Witze machen. Ja, aber die haben ja kein. Da weiß ich den Namen nicht. Weiß ich gerade auch nicht. Ernie, Bert. Ich hab Fotos gemacht. Das poste ich bei Twitter. Wir haben Ernie und Bert gefunden. Das ist aber cool. Also dieser
Befehl, dass so, dass die nicht explodieren, das macht ja, das, da kann man ja die tollsten Sachen mitmachen, da schwimmen die Schilder. Ne? Das heißt, nächstes Mal auch noch da? Juhu! Gut, aber jetzt machen wir Feierabend, ne? Es ist auch schon 22:30. Ich setz mich auf die Treppe. Oder ich geh Oldman hinterher. Treppe. Ja, wir haben ja schon Feierabend gemacht, das Feierabendfoto. Was? Das war nicht drauf? Doch, das war hier drauf. Ah. Oh, das wollte sagen, das wäre doch ein Special gewesen. Das habe ich gemacht, das Foto. Ach so, ich dachte die Creeper Session. Das ist auch mit drauf, natürlich. Ach so. Da habe ich Fotos, die schicke ich euch noch. Der Sebi hat 17 Hälfte. Denn tschüss, Freunde. Tschüss. Tschüss.